Herzlich willkommen wieder mal live aus dem Humsee Filmstudio. Ihr seht, ich habe da gerade meine Kamera ein bisschen nach oben postiert. Nicht ohne Grund, weil es da gerade ein bisschen sonnig ist. In meinem Raum, wo ich dieses Video oder dieses Live gestalte. Ich hoffe, ihr seid zu meinem besten Sinn den Morgen gestartet und könnt den Muttertag dann auch bestens genießen. Das heutige Thema zur finanziellen Bildung soll es ja ein bisschen, ich werde jetzt mal kurz meine Kamerawinkel ein wenig verändern, schaut ein bisschen schräg aus. Bin halt ein bisschen in die Sonne gezeigt, zumindest der Laptop. Und zwar beziehe ich mich ja heute auf das Buch von Robert T. Kiyosaki, was ich nur wärmstens empfehlen kann, gerade das jetzt zu lesen, also nicht zu warten, sondern am besten am Montag in ein Geschäft zu gehen und sich dieses Buch zu kaufen oder online zu bestellen. Fake von Robert Kiyosaki. Wie Lügen die Reichen reicher und die Armen ärmer machen. Auf dieses Buch beziehe ich mich heute. Wer mich noch nicht kennt, wie bin ich auf diesen Weg gekommen? Ganz einfach, ich springe da jetzt einmal auf eine Live-Übertragung auf meine Webseite, erkläre mal ein bisschen, was ich seit 2008 so gemacht habe. Ihr könnt natürlich viel mehr erfahren von mir, wenn ihr auf meine Webseite oder auf einen YouTube-Kanal schaut oder einfach bei Facebook da immer am Laufenden bleibt, dann wird ihr immer mehr von mir hören und erfahren und auch verstehen können. So, jetzt springe ich da mal kurz rein, da war jetzt nicht das, was ich wollte. Hier sind wir. Und zwar habe ich hier ein bisschen zusammengefasst von Ausbildungen, was ich eben seit 2008 gemacht habe auf meiner Webseite. Das war der Ursprung von des Ganzen, war die akademische Sport- und Fitnesstrainer-Ausbildung. 2008 habe ich da angefangen bei der Body and Health Akademie, als damals die Wirtschaftskrise im Gange war mit dem Lehman Bank Crash Um das Bezug aus zum Buch nicht zu verlieren, war ja im Prinzip da der entscheidende Faktor, den auch Robert Kiyosaki in diesem Buch präsentiert, was ihm da mit der Immobilienblase passiert ist, welche Derivate da abgeschlossen worden sind, wie man sich das ein bisschen erklärt, Derivate, relativ komplexe Geschichte. Und um zu mir zurückzukommen, da habe ich eben auch angefangen, mich weiterzubilden. Und da habe ich eben die progressive Muskelentspannung, Qigong, Yoga und vieles andere kennengelernt. Und das war einfach der Ursprung des Ganzen, warum ich heute für dich spreche. Und da siehst du, da sind sehr viele Fortbildungen zugekommen. Zuerst mal im Fitnesstrainerbereich, im Bewegungsscreening. Da habe ich mich mit frühkindliche Bewegungsmuster befasst, Laufen, Gehen, Ausfallschritt und so Geschichten, Halbkniestand, wie man Bewegungsmuster beurteilt. Dann habe ich mich sehr viel mit Qigong auseinandergesetzt bei einem Chinesen, der was eben da unterrichtet. Dann bin ich in die Körperarbeit Boen gekommen, da habe ich Spezialseminare gemacht, dann habe ich beim Dr. Neubürger einiges gemacht, dann habe ich bei Bablü Richtung Kinesiologie Ausbildung gemacht, Tiefenentspannung, Selbst, Behandlung, also so trancemäßig. Ätherische Öle habe ich mich dann auseinandergesetzt Richtung Epigenetik, Seele. Dann habe ich mich mit Paul Check intensiv auseinandergesetzt. Und so kam eins zum anderen. Also es sollte nicht nur um Fortbildungen gehen, sondern um das Hauptthema, was ich heute für dich präsentieren will. Warum das Geld zu fake wurde, das beschreibt eben der Robert Kiyosaki in dem Buch so enorm gut. Deshalb beziehe ich mich auch immer auf dieses Buch, weil es einfach die Bibel, kann man sagen, ist für Geld, kann man sich vorstellen. Ein Buch, das man einfach unbedingt lesen sollte. Wobei ich für mich aus meinen Erfahrungen heraus die Bibel nicht da einstufen würde, aber dieses Buch definitiv, weil es einfach ganz wichtig ist, dass man das Geld versteht, das Geldsystem versteht, seinen eigenen Denkweisen, da gehört ja auch Rich Dad Poor Dad zu den Basisbüchern dazu von Robert Kiyosaki. Und da
hat er einfach auf der Seite 43 und 42 auch etwas enorm Gutes beschrieben. Wer verdient ihr Vertrauen? Unser Vertrauen gehört Gott. Und er beschreibt in dem Buch, warum das Fake-Geld zum Fake-Geld geworden ist, weil eben er bezeichnet eben Gold und Silber als echtes Geld, als Geld des Gold, als Gottes Geld und das Fiat Money, also das Fiat-Währungen, was eben die Regierungen ausgeben mit den Zentralbanken, also die Zentralbanken und die Banken ausgeben, als Fake Money und eben dann Bitcoin und andere Kryptos als Geld des Volkes. Warum er das macht, erklärt er ganz defizit in diesem Buch, was schlechte Lehrer, gute Lehrer sind. Und wir können uns jetzt einmal so ein 2-Euro-Münze anschauen. Also was, falls du jetzt eine 2-Euro-Münze zur Hand hast, dann mach das einfach einmal und schau dir die mal genau an. Das siehst du auf den Rändern, steht da etwas Einigkeit und, also kann man lesen, Einigkeit und Recht und Freiheit steht da auf den Rand drauf. Und er beschreibt in diesem Buch auch eine Thematik, und zwar, dass eben schon mehrfach passiert ist in der Geschichte der Menschheit. Hier kann man das hoffentlich auf dem Bild erkennen. Ich werde jetzt mal meinen Laptop ein bisschen nach vorbringen, dass ich wieder was sehe, weil hier die Sonne schon sehr stark reinscheint. Also hier kann man stark erkennen, dass von den Münzen etwas abgenommen, also abgetragen wurde, ja, um Geld einfach auszuweiten, die Menge auszuweiten. Oder dann ist es auch passiert in der Geschichte der Menschheit, dass man einfach dann auch Münzen mit anderen Materialien gestreckt hat, um diese Menge ausweiten zu können. Und seit 2008 ist ja die Geldmenge wieder enorm ausgeweitet worden. Und 1971 beschreibt er auch in dem Buch, ist etwas passiert, was in der Geschichte enorm ein entscheidender Punkt ist, weil man den Goldstandard aufgehoben hat, wo es eigentlich nie so richtig einen Goldstandard gegeben hat. Es hat zumindest, ist das Fiat-Geld an den Goldwert gekoppelt worden, gewesen. Man hat im Prinzip Gold lagern müssen im Verhältnis zum Fiat-Geld, zu den eigenen Währungen. Und im Endeffekt, die Ränder sind ja dann auch nicht ohne Grund entstanden, wo man dann Einkerbungen gemacht hat, um einfach um die Fälschungsmöglichkeit darzustellen. Das war ein Grund, warum sich die Ränder dann auch verändert haben. Und er beschreibt da auch in dem Buch, das kann man dann auch sehen, dass einfach im Verhältnis zum Gold, hier kann man das sehen auf der Seite 47, da alle anderen Fiat-Währungen enormen Wert verloren haben, wenn man das an Gold bemisst und dass einfach Sparer Verlierer sind. Und viele sagen ja auch immer, Bares ist Wahres, das höre ich zu oft. Und wenn man aber auch erkannt, wer hier im Prinzip die Hoheit über das Geldsystem hat, dann wird er erkennen, dass ihm das Bares für Wahres eigentlich ein Irrglaube ist, dass er denkt, das ist etwas wert und das mit dem kann man etwas anfangen. Ja, man kann damit bezahlen, aber es behält nicht den Wert. Und ich habe mir auch hier ein bisschen was markiert dann. Und da zeigt er auch, ich lese jetzt da kurz einmal von der Seite 47 etwas vor. Wiederholt sich die Geschichte. Dies ist ein Bild von deutschen Kindern im Jahr 1923, die mit Geld auf der Straße spielen. Milliarden von Fake-Geld während der Weimarer Republik. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Inflation so hoch, dass ein US-Dollar 4,2 Millionen deutsche Mark wert war. Und das kann man hier auch sehen auf diesem Bild, was die Kinder da gemacht haben. Man kann auch im Internet da noch sehr viele Bilder sehen, was in Bezug auf Geld damals passiert ist, warum dann einfach auch ein Mann an die Macht gekommen ist, den man sich nicht mehr wünschen. Und man sieht ja jetzt die Kriegstreiberei, die was wieder vorherrscht. Geld und Krieg gehört immer zusammen und die Mächtigen haben da ihre Mittel und Wege, um erstmal ihre Macht zu behalten, auszuweiten
Und da haben wir auch noch etwas, was der Robert Kiyosaki auch immer wieder erwähnt, in diesem Buch oder auch in anderen YouTube-Kanälen und Vorträgen. Da hat er eben einfach ein Buch einmal entdeckt, das heißt Crunch, Raubzug der Giganten. Und das hat bei ihm enorm viel verändert in der Denkweise auch und hat sie da, er ist eigentlich auf die Forschung gegangen, kann man sagen. Er hat begonnen zu forschen, nachzuforschen, mehr Wissen zu erlangen und einfach da die Informationen, was er in diesem Buch gefunden hat, in die Tiefe zu gehen. Und dort eben in seinen Vorträgen von Zach Fuller, sagt eben da auf 51, das lese ich jetzt mal kurz vor, in seinen Vorträgen sagte Fuller, dass die unsichtbaren Menschen, die die Weltwirtschaft kontrollieren, unsere Schulen nach dem Besten und Klügsten durchsuchen, damit sie sie ausbilden können, die Weltwirtschaft so zu führen, wie sie wollen, dass die Weltwirtschaft geführt wird. Und das ist ein ganz wichtiger, prägender Satz. Und warum ich das gerade heute am Muttertag mache, weil ich dieses Wissen, was in diesem Buch steckt, nicht erlangt habe. Ich habe sehr viele Lebensjahre gebraucht, um daran zu kommen, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die richtigen Bücher dazu bekommen, um die Ausbildung zu bekommen, um eigentlich meine finanzielle Bildung in die eigene Hand zu nehmen. Und da gehört einfach dieses Buch dazu. Wenn man Grundverständnis hat, dann weiß man auch, was jetzt gerade in unserer menschlichen Geschichte derzeit passiert mit dem Geld, was passiert ist seit 2008, was seit 1971 passiert ist, warum hier das Fake-Geld-Money wieder mit einer enormen Kurve nach oben geht. Ihr könnt es dann auch, ich teile dann auch den Link wieder rein, wo ich einfach dort tiefer auf dieses Buch eingegangen bin. Und ich war ja auch schon mal in London, also da sieht man dann das Geld aus London zum Beispiel, wo hier die Queen drauf ist. Also man darf sich auch mal ein bisschen mit Geld befassen und dieses Buch ist ein entscheidender Faktor, dass man versteht, warum jetzt gerade Bitcoin oder Kryptos eine enorme Chance sind für uns. Das, was nicht zum ersten Mal passiert, sondern viele Dynastien, auch in der chinesischen Dynastie wurde die Geldmenge ausgeweitet für Kriege. Die Römer haben es gemacht und nicht ohne Grund. Sie wollen ihre Hoheit, was eben da drin steht, die Kontrolle einfach nicht abgeben. Und Bitcoin ist gekommen, um ihnen eine gewisse Art von Kontrolle zu entziehen. Sie können natürlich in ihren Rahmen der Möglichkeiten die rechtlichen Dinge ein bisschen steuern, so wie sie es haben wollen. Sie können es aber nicht mehr verhindern. Und ich habe ja auch angefangen, mich mit Silber, Gold und Platin und so weiter auseinanderzusetzen, habe da natürlich auch schon Bücher gelesen, wie zum Beispiel das hier, Gold, Silber, Platin und mehr, von Judith Engst. Falls Sie mal der mehr genau interessieren will, weil Gold bezeichnet ja oder Robert Kiyosaki nicht ohne Grund für Gottes Geld und Silber auch. Ich habe mir da zum Beispiel auch einmal so eine schöne Star Wars Münze gekauft, eine Silbermünze, falls wir ein Star Wars Fan sind, wo einfach der Han Solo in Carbonit drinnen ist. Und gerade Han Solo und die Geschichten von Star Wars waren für mich auch sehr prägend. Habe ich da als kleiner Junge richtig reingesogen von dem, was da erzählt wurde, von der Macht und der Energie und dem Verhältnis, dem Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht in Bezug auf das Geldsystem ist ja auch enorm aus der Fugen geraten. Und damit man versteht, warum das so ist und nicht zum ersten passiert, kann dieses Buch so ein wertvoller Schatz sein. Und ich habe den Titel genannt, einfach Muttertagsspecial, nicht ohne Grund, weil jetzt die Chance ist, dass du deinen Kindern etwas beibringst. Das Bewusstsein verändert sich durch die Situation, was uns in den letzten Jahren passiert ist als Menschheit, die wir auch brauchen oder die manche brauchen, um aufzuwachen, um Erkenntnis zu erlangen, um eine Bewusstseinsebene höher zu gehen, also Dinge ins Bewusstsein zu spülen, die davor, wo du vorher einfach keinen Zugriff hattest und jetzt die Möglichkeit hast, diese Dinge zu verändern. Wir können als Gesellschaft jetzt einen neuen Weg gehen, wenn wir diesen elitären Kreis, die einfach
die Kontrolle nicht abgeben wollen, zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, andere Wege gibt, anders mit finanzieller Bildung in die Menschheit zu bringen und einfach die Gesellschaft in eine bessere Richtung zu bewegen. Nicht so, wie Sie sich das vorstellen, in einer Kontrolle, in einer Art und Weise, die sich keiner wünschen will, was man in manchen Ländern schon sieht, was da gemacht wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist. Ich denke, ich hoffe zumindest, dass du da auch meiner Meinung bist, dass das nicht der richtige Weg sein kann, genauso wie es eben mit dieser ganzen Pandemie passiert ist. Das kann es nicht sein. Aus meinem tiefsten Herzen und Bewusstsein, seit ich hier auf dieser Welt bin, was ich selbst einfach an Herausforderungen durchgehen durfte, sei es jetzt mein Geburtstrauma, was ich über Jahre verarbeiten durfte, das Qigong, was ich erleben durfte, was hier eine enorme Kraft und Power in uns steckt, wie es auch in Star Wars zu sehen ist, zwar ein bisschen in einer magischen Art und Weise, aber trotzdem ist bei uns eine Kraft da in jedem Einzelnen von uns, die er nutzen kann, die ich entdeckt habe, was einfach da möglich ist von dem Professor Dr. Loingwan Kwai, auch in Selbstheilungsfähigkeit, was hier für eine Kraft da ist. Und genauso in Bezug auf das Geldsystem ist etwas schon da, was wir nutzen können, um diesen Kreis in eine andere Richtung zu lenken, diese finanzielle Bildung einfach auch in den Menschen zu etablieren. Und ich sage es einmal so, wenn du als Mutter, falls du jetzt eine Mutter bist, nicht verstehst, dass das enorm wichtig ist, dass du dir das Wissen weitergeben darfst, dass du die Glaubenssätze, Bares ist Wahres, einmal aus deinem Bewusstsein spülst. Wenn du dieses Buch gelesen hast, dann wirst du erkennen, das Einzige, was vielleicht Bares Geld ist, das ist Silber, Gold und Bitcoin. Und solche Sammlermünzen wie diese hier gewinnen an Wert. Ich habe das selbst aus eigener Erfahrung gemerkt, wenn du irgendwelche limitierten Sammlermünzen hast, gerade so im Bereich Star Wars zum Beispiel, oder auch, da habe ich mir eine Alien-Münze gekauft, die was heute um das Vielfache verkauft wird, als ich sie eingekauft habe. Und das zeigt ja nicht ohne Grund auch die Inflation. Ich werde jetzt dann noch mehr auf die Grafik gehen, das habe ich ja auch beim letzten schon gemacht, bei der Aufzeichnung von Buch Fake. Jetzt gehen wir kurz auf die Live-Übertragung wieder. Und da haben wir hier eben den Goldpreis aktuell zu sehen. Da kann man hier sich das maximale Zeitspanne ansehen. Ich habe die auch schon mehrfach gezeigt. Oder auch, da sieht man, 1981 bin ich geboren. Also hier 1981, darf man ein bisschen noch vorgehen. 6.6.1981, ein magisches Datum, nicht ohne Grund. Ich bin hier da für einen gewissen Zweck auf dieser Welt. Und da war eben so gute 400 Euro wert, wie man hier sehen kann. 440 war es am 5.6., ein Tag bevor ich geboren bin, war eine Unze Gold 440 Euro wert. Und jetzt schauen wir auf den Wert, gerade tagesaktuell, 2192 Euro eine Unze Gold. Anhand dieses Entwicklungen, gerade seit 2008, kannst du erkennen, was hier durch diese Gelddruckohre passiert ist. Die Geldentwertung ist enorm nach oben geschossen. Und dann kann man das auch am Bitcoin sehen. Nicht ohne Grund ist Bitcoin eines der wichtigsten Argumente geworden hier, was viele erkannt haben, was Bitcoin für eine Chance bedeutet. Das Geld des Volkes, wie es eben der Robert Kiyosaki in diesem Buch Fake bezeichnet, wo wir heute einen Wert von 56.399 pro ein Bitcoin stehen und 2008, dass diese Idee gekommen ist, um zu bleiben. Die wird nicht mehr verschwinden. Bitcoin ist da, um zu bleiben. Und im Endeffekt haben wir eben die Chance, das zu verändern, erstmal unseren Kindern Dinge beizubringen, die ich selbst noch nicht wusste. Ich werde höchstwahrscheinlich auch selbst Kinder bekommen. Es wird nicht mehr so lange dauern. Mal schauen, wann. In den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und dann werde ich
Auf jeden Fall Wissen weitergeben. Ich hoffe, dass meine Kinder auch bereit sind. Ich war ja auch letztes Jahr, dieses Wissen aufzunehmen. Ich gehe mal davon aus, weil sie sowieso unbewusst mit Dingen in Kontakt kommen, die ich einfach in meinem Alltag mache. Und da war ich auch in Kanada. Ich habe mir einfach die Royal Canadian Mint angeschaut letztes Jahr, wie ich in Kanada gewesen bin, wo einfach diese Münzen hergestellt werden, was man auch als echtes Geld bezeichnen kann, weil die einfach diesen Wert behalten im Vergleich zum unserem Fiat-Geld. Und ich habe auch gewisse Routinen etabliert in meinem Leben, zum Beispiel einen Geldmagneten zu haben. Also es gehört bei mir relativ dazu, Geld zu lieben. Also da kannst du dir mal dieses Packerl anschauen an Geld, was ich über die Jahre, seit ich die Cashflow Secrets Programm durchgemacht habe, es ist aber nicht einmal das Kleingeld, ist da nicht dabei. Das ist mein Geldmagnet, der dafür da ist, um mehr Geld in mein Leben zu ziehen. Und du wirst es dir nicht vorstellen können, es sind schon Dinge passiert, ich habe es selbst nicht geglaubt, dass das möglich ist. Also da ist, es gibt schon gewisse Dinge, die uns heute noch nicht bewusst sind, genauso wie es mir im Leben passiert ist. Warum genau? Aus einem gewissen Moment, ich wieder auf Information gestoßen bin, um dann dort zu landen. Sei es jetzt beim Professor Dr. Leon Bankwein in der Slowakei, warum gerade zu diesem Zeitpunkt, warum habe ich diese Information finden sollen? Warum? Für mich gab es da gar keinen anderen Weg, also gar keinen anderen Entscheidungsweg, dass ich dahin will. Also manchmal trifft man Entscheidungen im Leben, die uns ganz klar und bewusst sind, ich muss das machen und da gibt es kein Ja, aber oder man macht es einfach. Und wenn du jetzt noch nicht erkannt hast, dass es jetzt mit Ja, aber kein Ja, aber geben darf, sondern dass es jetzt höchste Zeitpunkt ist, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dass du das erkannt hast, wenn du die letzten Jahre zurückblickst und 2008 dir diese ganzen Grafiken mal anschaust, dann dieses Buch liest und verstehst, dass das jetzt die Chance ist, unser Gesellschaftssystem zu wandeln und die Kontrolle aus dieser Hoheit der Menschen rauszunehmen und die finanzielle Bildung der Menschen zu etablieren, damit so etwas nicht nochmal passiert, wie es gerade auch 1920, 21 Weltkrieg passiert ist. Also ich kenne da die Daten alle jetzt, also 1923, wie man da die Bilder sieht, auch eben in diesem Buch, wo das passiert ist, das wird sich keiner wünschen, dass wir das nochmal haben. Auch wenn es uns jetzt noch sehr gut geht, kann es nur ganz anders ausschauen. Und ich will definitiv keine CBDCs, ich hoffe, das willst du auch nicht, keine digitalen Zentralbankwährungen, wo genau dieser elitäre Kreis, die schon mehrfach in dieser Geschichte, sei es jetzt, sind es jetzt ihre Nachfahren, Kriege verursacht haben, geschürt haben, dass wir das nochmal haben. Du willst das nicht und ich sicher auch nicht. Und dass zu einer Katastrophe kommt, wie es einfach schon mehrfach passiert ist, dass das Geld nichts mehr wert war, wo viel Leid entsteht, es wird nie alles verhinderbar sein aus Gesetz des Gleichgewichts heraus, wenn man sich ein bisschen mit Yin und Yang auseinandergesetzt hat, mit der chinesischen Philosophie oder eben auch mit der hermetischen Lehre des Gesetzes des Gleichgewichts, dass sich alles versucht zu balancieren, dass nie das eine oder das andere existieren kann. Und nur in diesem katastrophalen Kreis, in diesem enormen Ding, was eben auch mit dieser Druckerei passiert ist, wo man einfach die Geldmenge enorm ausgeweitet hat und da kein Zurück mehr gibt. Und jetzt nur eines bleibt, ein Ausweg. Und wenn du das nicht erkannt hast und du denkst, Bares ist Wahres, dann wirst du das irgendwann auf sehr leidvolle Art und Weise erkennen müssen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist nicht ohne Grund, Robert Kiyosaki dieses Buch verfasst hat, weil er es erkannt hat. Und weil er dieses Wissen weitergeben wollte. Genauso wie ich jetzt für dich da sitze, aus genau diesem Grund, weil ich Dinge erkannt habe, die ich aus meinem besten Gewissen, inneren Herzen nicht mehr dulden kann, auch nicht mehr zulassen will. Nicht in Form eines Kampfes, sondern oder Krieges,
sondern einfach Menschen einen anderen Weg zu zeigen, ihr Bewusstsein für neue Dinge zu öffnen, auch wenn sie das in den Vorstellungen gar nicht drin ist, sei es jetzt auf dem Gesundheitswissen, dem medizinischen Wissen, weil da einfach leider nur sehr viel Müll am Werk ist. Und in diesem Buch beschreibt ihr auch die Fake, also was echte Lehrer von Fake-Lehrern unterscheidet, warum das Schulsystem einen Wandel braucht oder eben du dich mit diesen Dingen selbst auseinandersetzen darfst, weil du es in Schulen nicht lernst. Es gibt schon manche Schulen, die jetzt aus, wo praktisch ein Same in den Boden gelegt wurde, um etwas Neues zu kreieren. Nur braucht es Zeit und wir können nicht erwarten, dass das andere für uns tun. Wir müssen Teil einer Lösung werden, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen einfach hier neue Wege zu beschreiten. Und wenn du bereit bist, mit mir diesen Weg zu gehen, dann freue ich mich natürlich und bin immer offen für einen Austausch. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, einen schönen Muttertag. Wenn du mit deiner Mutter ein bisschen feierst, dann macht das, diskutiert vielleicht einmal auf humane Art und Weise über das Geldsystem, sagt, empfehlt dieses Buch weiter, wenn du jemanden kennst. Sag ihm, lies einmal das Buch Fake gehabt, du hast es das gehört. Und dann befass dich damit. Und ich kann nur eines empfehlen, die Chancen sind da. Ich habe enorme, grandiose Lösungen gefunden, die sich etablieren werden, die jetzt, genauso wie ich vor einem Jahr auf einem Event war von Damian Richter, wo ich eine Energie in meinem Körper verspürt habe, die ich vorher noch nie hatte, durch das Wort Freiheit, durch ein Freiheitsritual, ist es jetzt Zeit, diese Freiheit wieder zu erlangen, in uns Dinge zu entdecken. Mach's gut, Humsi bewegt, bis zum nächsten Mal. So, jetzt werden wir den Stream beenden.